Hi, ich bin Luca. Ich hatte vor ungefähr 4 Jahren meine Mastektomie. Also für die Leute, die neu hier sind, Mastektomie ist quasi die Entfernung der Brust. Also ich bin trans, deswegen habe ich das gemacht. Genau, und heute versuche ich, alle eure Fragen zu dem Thema zu beantworten. Ich hatte euch ja schon vor ein paar Wochen mal in einem TikTok gefragt, ob ihr Fragen zur Mastektomie habt. Und ich habe auch schon ein paar Fragen davon auf TikTok beantwortet. Aber ich wollte jetzt nicht 30 TikToks oder so zum Thema Mastektomie machen. Manche Fragen sind auch einfach sehr spezifisch. Und ich dachte, ich mache einfach nochmal so ein YouTube-Video, wo ich gesammelt alles beantworte. Also es sind wirklich Fragen zu allen möglichen Themen rund um die Mastektomie. Und ich glaube, wenn ihr das Video geschaut habt, dann wisst ihr auf jeden Fall gut Bescheid. Bevor ich anfange, natürlich nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich spreche hier wirklich nur von meiner Erfahrung und was ich von Freunden und Bekannten gehört habe. Also ich bin kein Arzt, obviously. Gut, okay, dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Ich habe 1,5 Wochen nach der OP eine längere Zugfahrt vor mir, knapp 7 Stunden. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich das am besten unkompliziert überstehen kann? Also erstmal, ich glaube, Zugfahren sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hatte ja meine Mastektomie zum Beispiel in Hamburg, habe aber zu dem Zeitpunkt in München gewohnt. Und ich glaube, da war die Zugfahrt auch irgendwie 6 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und natürlich war das jetzt nicht die angenehmste Zugfahrt meines Lebens, aber ich fand, es ging voll. Also man musste auch nicht umsteigen zum Beispiel. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist, fahr nicht alleine Zug. Rucksack tragen würde ich eigentlich nicht machen und generell soll man ja nach der Mastek auch nicht so schwer tragen. Also wenn du mit einer anderen Person zusammen Zug fährst, die deine Taschen für dich tragen kann, das ist natürlich super. Ansonsten nimm vielleicht einfach kein Gepäck bis wenig Gepäck mit. Okay, und die zweite Frage schließt direkt daran an und zwar, gibt es irgendwas, wo ich auf jeden Fall dran denken sollte, das mit ins Krankenhaus zu nehmen? Also wie gesagt, wenn dich niemand abholt, dann auf jeden Fall so wenig wie möglich. Zum Glück bei mir hat mich meine damalige Freundin abgeholt und dann quasi meine Tasche getragen auf dem Nachhauseweg. Ansonsten auf jeden Fall bequeme Klamotten, also ich denke mal, das ist das Allerwichtigste. Auf jeden Fall eine Jogginghose, am besten sogar eine kurze und eine lange. Also im Krankenhaus war mir relativ warm, deswegen hatte ich meistens nur die kurze Jogginghose an. Kommt natürlich auch einfach auf die Jahreszeit an, in der du deine Mastektomie hast. Dann sagen viele Leute, man soll keine T-Shirts mitnehmen, sondern Hemden, weil man in die Hemden leichter reinschlüpfen kann. Also man hat ja nach der Mastektomie relativ wenig Bewegungsfreiheit, also man kann seine Arme zum Beispiel nicht so hochstrecken. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert, in so ein T-Shirt reinzukommen. Aber ganz ehrlich, ich finde, es ging eigentlich mit den T-Shirts. Also solange das T-Shirt nicht super eng ist, sollte das kein Problem sein. Es dauert halt einfach ein bisschen länger, das anzuziehen als sonst, weil man vorsichtig sein muss. Aber trotzdem, zur Sicherheit, so ein weites, bequemes Hemd ist immer gut. Und dann natürlich deine Lieblingssnacks, am besten auch irgendwie gesunde Sachen. Ich fand das Krankenhausessen einfach super eklig und ich glaube, ohne meine Kollektion an Snacks hätte ich nicht so viel Spaß gehabt. Und auf TikTok habe ich auch gesagt, dass ich so Arnika-Kügelchen dabei hatte. Die sollen irgendwie gut für die Wundheilung sein, also laut meiner Mutter, die hat mir die empfohlen. Natürlich kann es auch einfach nur Placebo gewesen sein, aber ich dachte mir, why not? Ich probiere es einfach mal aus. Ich meine, dann kann man irgendwie nichts falsch machen. Und dann haben natürlich direkt so 4 oder 5 Leute unter diesem TikTok kommentiert und sich darüber aufgeregt, dass Homöopathie, oh mein Gott, wie spricht man das aus, dass es keine Medizin sei. Und ich habe nie behauptet, dass das Medizin ist. Ich habe nur gesagt, dass ich das dabei hatte und keine Ahnung, ob das geholfen hat, aber meine Heilung war auf jeden Fall sehr reibungslos. Dann haben ganz viele von euch noch gesagt, so mehrfach Steckdosen, weil die Steckdosen manchmal relativ weit entfernt sind vom Bett, Hausschuhe und so bequeme Kissen, damit man es einfach gemütlicher hat. Die nächste Frage finde ich sehr spannend und zwar, ist es unangebracht, als Non-Binary-Person die Mastektomie durchführen zu lassen? Natürlich gibt es da immer so Spezialisten, die gerne Gatekeeping betreiben und behaupten, dass manche Maßnahmen nur für bestimmte Gruppen zugänglich sind. Aber das sind generell auch Leute, die nicht-binäre Identitäten nicht wirklich ernst nehmen. Der Meinung bin ich natürlich nicht. Also nicht-binäre Personen können genauso gut alle OPs durchführen lassen, wie sie wollen. Also du musst kein 100% binärer Transmann sein, um die Mastektomie zu machen. Auch wenn du nicht-binär bist, kannst du ja trotzdem Dysphorie verspüren. Und wenn du dich unwohl fühlst mit deiner Brust und denkst, eine Mastektomie würde dein Leben erleichtern, dann kannst du das natürlich trotzdem machen. Du musst dich nicht erst irgendwie beweisen. Also ja, natürlich können nicht-binäre Personen auch eine Mastektomie machen. Gibt es Möglichkeiten, wo keine Narben überbleiben? Also komplett gar keine Narben eigentlich nicht. Man muss ja das Gewebe irgendwie rausholen. Aber es gibt eine OP-Technik, die man machen kann, wo man quasi nur so kleine Schnitte macht. Bei dieser Technik schneidet man quasi einmal so um die Brustwarze rum und holt dann das Gewebe so raus. Da gibt es allerdings so ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um das so zu machen. Als erstes natürlich eine relativ kleine Ausgangslage, so von der Größe her. Aber dann muss auch die Position von den Brustwarzen gut gelegen sein, weil man kann die nicht mehr wirklich viel verschieben bei dieser Technik. Bei der anderen Technik werden die ja frei transplantiert, also kannst du die theoretisch hintun, wo du willst. Aber bei den kleinen Schnitten geht das halt nicht. Also das guckt man sich eigentlich immer an beim Vorgespräch und dann sagt dir dein Arzt oder deine Ärztin, ob die Technik möglich wäre oder nicht. Also bei mir war eh klar, dass es nicht funktionieren wird, deswegen habe ich auch gar nicht erst gefragt. Aber manche Leute stehen auch so ein bisschen dazwischen, deswegen auf jeden Fall nachfragen. Und es gibt auch definitiv Krankenhäuser, wo die auf die kleinen Schnitte spezialisiert sind. Und dann gibt es wiederum Leute, die die kleinen Schnitte so gar nicht mögen und eigentlich am liebsten die großen machen. Also informiert euch am besten vorher. Ich folge sonst nur Leuten, die es nicht in Deutschland gemacht haben. Also wollte ich fragen, wie der ganze Prozess aus deiner Sicht in Deutschland war. Also der Prozess an sich ist natürlich ein bisschen kompliziert, sehr bürokratisch, so wie alles in Deutschland. Aber natürlich mega cool generell, dass in Deutschland die Möglichkeit besteht, dass die Krankenkassen die Mastektomie übernehmen. Also bei mir war es so, ich war zuerst auf Testo, also so der Standardweg, den die meisten gehen. Theoretisch geht es bestimmt auch anders, aber es ist ein bisschen komplizierter. Also ich habe mit Testo angefangen und dann habe ich langsam angefangen, Vorgespräche zu machen für die Mastektomie. Ich habe einfach ein bisschen recherchiert im Internet und Freunde von mir gefragt,
gefragt, welche Kliniken sie empfehlen würden und habe mir dann Rheinweg rausgesucht. Ich glaube, da waren sehr viele Transmänner und Düsseldorf. Also in Düsseldorf, der hieß, glaube ich, Dr. Wolter und in Rheinweg ist Dr. Schwarz, Murn. Und noch so ein dritter, glaube ich, aber ich habe den Namen vergessen. Aber ich war tatsächlich erst bei 2 Vorgesprächen in München, weil mir ein paar Leute geraten haben, ich soll doch nicht so weit reisen. Und ich dachte mir, okay, ja, ist schon praktischer wahrscheinlich. Aber die 2 Vorgespräche in München waren wirklich nicht so gut. Also sie waren jetzt auch nicht super schlecht. Wäre wahrscheinlich auch okay gewesen im Endeffekt. Aber bei den Vorgesprächen in Düsseldorf und in Rheinweg habe ich mich einfach viel wohler gefühlt. Weil man hat halt gemerkt, diese Leute haben wirklich super viel Erfahrung, sind sensibilisiert und spezialisiert auf Transmenschen. Und man macht die Mastek schließlich nur einmal. Deswegen war es mir persönlich sehr wichtig, dass ich irgendwo hingehe, wo ich mich wohlfühle und wo ich denke, dass die Ergebnisse gut werden. Und genau, nach den Vorgesprächen muss man die Kostenübernahme beantragen bei der Krankenkasse. Da braucht man wieder ein Schreiben vom Therapeuten, einen Bericht, dass man beim Vorgespräch war. Und ich musste auch irgendwie so einen Laborbericht von meinem Endo abgeben, dass ich auf Testo war. Naja, auf jeden Fall, das hat ziemlich gut geklappt. Also meine Krankenkasse hat es sofort bewilligt. Dann muss man einen Termin ausmachen im Krankenhaus für die OP. Und ich wollte erst nach Düsseldorf gehen, weil ich den Chirurgen dort irgendwie sympathischer fand als in Rheinweg. Also ich glaube, ich habe so im Oktober da angerufen und mir wurde ein Termin für Februar angeboten und ich hatte aber irgendwie gehofft, die OP vor Weihnachten noch zu machen. Also habe ich dann nochmal in Hamburg angerufen und da schieben die einen manchmal so dazwischen, also zum Beispiel, wenn jemand absagt. Und die haben mir dann einen Termin für den 23. November gegeben, also habe ich den angenommen. Genau, und das war es eigentlich schon. Also ich bin dann am 22. November nach Hamburg gefahren, man reist da immer einen Tag vorher an und dann hatte ich am 23. morgens die OP und ja, das war's. Wie teuer ist eine Mastek? Das kommt natürlich total drauf an, wohin du gehst. Meine Mastektomie in Rheinweg hat damals 8.000 Euro gekostet, also das war in 2019. Und natürlich, wenn du die Kostenübernahme von der Krankenkasse hast, dann ist es eigentlich egal, wie viel die kostet. Aber manche Leute müssen die OP auch selbst zahlen oder entscheiden sich dazu, die OP selbst zu bezahlen. Deswegen am besten vorher informieren, aber ich denke mal so ab 4.000 Euro geht's los ungefähr. Ich wollte fragen, ob das noch lange wehtut danach. Das kommt natürlich auch wieder ganz individuell drauf an. Bei mir persönlich haben sich die Schmerzen eigentlich in Grenzen gehalten. Vor allem, ich finde, an der Brust an sich hat man gar nicht so viele Schmerzen gehabt. Weil klar, während der OP und dann nach der OP hat man so Betäubungsmittel bekommen. Und im Krankenhaus kriegt man dann auch Schmerzmittel. Ich glaube, einfach Ibuprofen. Also im Normalfall, wenn du vielleicht super starke Schmerzen hast, kriegst du auch was anderes. Also ich hatte eigentlich kaum Schmerzen. Es war eher so ein Unwohlsein, weil man irgendwie die ganze Zeit auf dem Rücken schlafen musste. Und dann war man super verspannt und man musste diesen super engen Verband tragen und der war natürlich unbequem. Man hatte diese Drainagen drin, die haben immer gezwickt. Aber ja, so Schmerzlevel war eigentlich voll okay. Wie lange haben diese Narben gebraucht, um zu verheilen? Vielleicht kann ich einfach mal so ein paar Bilder hier einblenden mit der Wochenzahl. Man muss ja immer noch bis 6 Wochen nach der OP so Pflaster dran machen. Danach müssten die Narben eigentlich verheilt sein, also zu sein. Aber natürlich geht die Heilung immer noch weiter. Also am Anfang sind die Narben meistens noch recht rot und recht sichtbar. Und mit der Zeit verblassen die dann immer so ein bisschen mehr. Wie hast du deine Narben gepflegt und generell die Wunden und hast du Erfahrungen mit Komplikationen? Also mit Komplikationen habe ich persönlich keine Erfahrung gemacht. Da habe ich einfach sehr viel Glück gehabt und Narbenpflege habe ich auch nicht wirklich gemacht. Also ich glaube, das ist sowas, da muss man einfach individuell drauf eingehen, je nachdem, wie deine Narben sind und welche Sachen dir gut tun und welche Sachen dir nicht gut tun. Also ich glaube, unterschiedliche Sachen helfen für unterschiedliche Personen. Aber klar, es kann natürlich nie schaden, die Narben zu pflegen bei der Heilung. Wie gesagt, erstmal 6 Wochen nach der OP Pflaster drauf und danach kann man eigentlich mit der Narbenpflege anfangen. Es gibt da spezielle Öle und Cremes, die man kaufen kann, aber ich habe gehört, Kokosöl kann man auch einfach verwenden und das hatte ich eh zu Hause, deswegen habe ich das einfach mal probiert. Und ich glaube, ich habe sage und schreibe 3 Tage, vielleicht maximal eine Woche durchgehalten, bis ich es wieder vergessen habe und dann aufgegeben habe. Aber meine Narben sind eigentlich super gut verheilt, deswegen hatte ich auch nicht wirklich die Motivation, das zu machen. Vielleicht, wenn es anders gewesen wäre, dann hätte ich mehr Narbenpflege betrieben. Aber generell habe ich schon darauf geachtet, mich einfach so gesund wie möglich zu ernähren. Geraucht habe ich sowieso nicht, aber in der Zeit danach habe ich dann auch eigentlich gar keinen Alkohol getrunken und ich glaube auch keine Süßigkeiten gegessen. Also ich glaube, so gesund wie in der Zeit nach der Mastek habe ich mich noch nie in meinem Leben ernährt. Habe allgemein Angst vor OPs und Krankenhäusern. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man damit besser umgehen kann? Oh, da hat es geklingelt. Gute Frage. Ich glaube, ich war überhaupt nicht nervös. Bis zu dem Tag, an dem ich ins Krankenhaus angereist bin. Ich habe mich die ganze Zeit eigentlich nur drauf gefreut. Aber als ich dann im Krankenhaus war, an dem Abend vor der OP, war ich auf einmal so krass nervös. Weil dann habe ich mich auch irgendwie mit den anderen Jungs da im Krankenhaus unterhalten, die quasi schon die OP hinter sich hatten. Und dann habe ich so realisiert, okay, das ist jetzt real. Morgen werde ich quasi aufgeschlitzt. Und dieser Gedanke war schon sehr scary. Also ich glaube, es ist voll normal, nervös zu sein. Und ich würde es einfach ganz offen kommunizieren. Ich glaube, die geben einem dann auch so Sachen zur Beruhigung, wenn man so krass nervös ist. Damit man vielleicht auch besser einschlafen kann, aber das wird schon. Bei welcher Krankenkasse bist du wegen den Antragstellen auf die Kostenübernahme und wie schnell ging das durch? Okay, also damals war ich tatsächlich sogar privat versichert, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert und war
war quasi über meinen Papa mitversichert. Das kann halt schon ganz gut sein, dass mein Antrag deswegen so schnell bewilligt wurde. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es bei gesetzlichen Krankenkassen vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, da kommt es auch immer krass so auf den individuellen Sachbereiter an, ob der einen guten oder schlechten Tag gerade hat. Also ich habe schon komplett unterschiedliche Sachen gehört. Wie lange darf man keinen Sport machen? Okay, also irgendwie ist 6 Wochen immer die Zahl, die so genannt wird. Weil 6 Wochen muss man ja auch noch die Pflaster drauf machen und diese Kompressionsweste tragen in den meisten Fällen. Und danach kann man eigentlich theoretisch wieder mit Sport anfangen. Es kommt natürlich auch voll drauf an. Aber ich würde sagen, hör einfach auf deinen Körper. Wenn du dich fit fühlst, dann probier einfach mal so vorsichtig aus. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, ich habe so 8 Wochen gewartet, bis ich das erste Mal wieder joggen war. Und war dann natürlich nicht direkt 20 Kilometer joggen, sondern bin erstmal nur so, keine Ahnung, eine Viertelstunde gelaufen. Und habe dann einfach geschaut, okay, passt das? Und mich dann langsam gesteigert. Also hör auf deinen Körper auf jeden Fall. Und es kommt natürlich auch auf die Sportart drauf an. Also ich würde vielleicht nicht direkt bouldern gehen oder irgendwie so brustbelastende Übungen im Gym machen. Wie lange dauert es, bis das gut verheilt, dass man wieder duschen oder baden gehen kann? Also duschen gehen kannst du theoretisch einfach sofort. Beziehungsweise man hatte ja im Krankenhaus, also bei mir zumindest, 5 Tage lang diesen Verband noch dran. Und bei der Entlassung wurde der Verband quasi einmal gewechselt und dann durftest du duschen gehen. Das war schon ein sehr krasses Highlight, wenn man zuvor 5 Tage nicht duschen war. Und diesen Verband musste ich dann zu Hause nochmal 5 Tage drauf lassen. Also durfte ich dann wieder 5 Tage nicht duschen. Und dann durfte ich den Verband weglassen und dann kannst du theoretisch jeden Tag, so oft du willst, duschen. Und ich glaube, baden gehen dann auch einfach wieder nach diesen 6 Wochen. Wie mache ich das, wenn ich mich im Schlaf aufdrehe? Reißen da nicht die Wunden auf, weil davor habe ich richtig Angst. Gute Frage, ganz ehrlich, ich glaube, dein Körper merkt schon, was für ihn gut ist und was nicht. Ich glaube, ein Typ war auch bei mir im Krankenhaus, der hat sofort nach der OP schon wieder auf der Seite geschlafen. Das habe ich mich persönlich nicht getraut, also ich habe wirklich relativ lange auf dem Rücken geschlafen. Vor allem, man hat auch diese Drainagen so in der Seite drin, das muss doch höllisch wehgetan haben. Aber auf jeden Fall, die meisten Leute schlafen erstmal für eine Weile auf dem Rücken. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich fand, es ging im Endeffekt. Musstest du die Mastek selbst bezahlen? Nee, ich glaube, das habe ich eben schon beantwortet. Also meine Krankenkasse hat die Mastektomie übernommen. Kann man die Mastek auch ohne psychologisches Gutachten machen? Ja, kann man, denke ich schon. Du brauchst das Gutachten halt, um die Operation bezahlt zu bekommen von der Krankenkasse. Wenn du die OP selber bezahlst, dann brauchst du das Gutachten, glaube ich, nicht. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Es kann sein, dass manche ÄrztInnen das trotzdem einfordern. Also ich weiß es nicht. Es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wo du hingehst. Muss man ein paar Tage danach so einen speziellen BH tragen, habe ich auf Google gesehen. Also BH würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber in den meisten Krankenhäusern ist es so, dass man eine Kompressionsweste tragen muss für ungefähr 4 bis 6 Wochen nach der OP. Ich musste das tatsächlich gar nicht, keine Ahnung, das war bei mir nicht vorgeschrieben damals, aber mittlerweile ist es in Rheinweg, also da, wo ich war, auch vorgeschrieben. Also ich glaube, da gab es viele Sachen, die da schiefgelaufen sind. Nee, das hilft auf jeden Fall so mit Schwellungen und sowas, glaube ich. Wie lange hattest du kein Gefühl oder eher Taubheit im Brustbereich? Gute Frage. Ich weiß es gar nicht so richtig, weil ich glaube, das hat sich so richtig lange hingezogen mit diesem Gefühl wiederbekommen. Und mittlerweile spüre ich schon so die meisten Dinge hier, aber ich habe zum Beispiel auch so kein Gefühl in meinen Nippeln mehr. Ja, das ist irgendwie auf jeden Fall ein weirdes Gefühl, aber ist halt so. Man kann nicht alles haben. Wie fühlte sich das erste Mal oberkörperfrei baden an? Extrem nice natürlich. Ich glaube, das erste Mal, dass ich oberkörperfrei baden war, war, als ich mit meinem Kumpel so ein Spa-Wochenende gemacht habe. Also ich meine, ich hatte die OP im November und dann war Winter und da geht man sowieso nicht so oft an den See. Und ich glaube, im Februar oder März haben wir dann so ein Spa-Wochenende gemacht. Genau. Und da war ich das erste Mal oberkörperfrei schwimmen. Und irgendwie hat es sich auch so natürlich angefühlt, als ob es schon immer so gewesen ist. Und das fand ich spannend, weil man hypt diese Situation irgendwie so in seinem Kopf vorher richtig so auf. Und dann fühlt sich's irgendwie gar nicht so dramatisch, so besonders an, sondern einfach so voll natürlich. Was aber auch irgendwie schön ist, weil dann war ich auf jeden Fall so, okay, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Wie lange ist man da im Krankenhaus? Das kommt auch wieder drauf an, wo du die Mastek machst. Bei mir in Rheinweg ist es standardmäßig, glaube ich, 5 Tage. Und dann wird man in der Regel entlassen, es sei denn, die Heilung läuft irgendwie super schlecht oder es gibt Komplikationen. Ich fand, 5 Tage waren eigentlich sogar ein bisschen zu lang, aber das ist irgendwie standardmäßig da so. Und ich glaube, in den anderen Krankenhäusern wird vielleicht dann einfach individuell entschieden, wie fit du wieder bist. Wo hast du die Mastek machen lassen? Also, wie gesagt, in Rheinweg. Das ist basically in Hamburg, aber ich wurde schon öfters darauf hingewiesen, dass es eigentlich gar nicht in Hamburg ist. Wie hast du das mit der Uni geregelt? Weil fürs Healing muss man ja ein paar Wochen zu Hause bleiben. Also ich habe das gar nicht mit der Uni geregelt. Ich war halt diese 5 Tage im Krankenhaus, also mit An- und Abreise knapp eine Woche und in dieser Woche habe ich dann einfach geschwänzt sozusagen, also bin nicht hingegangen. Das war jetzt auch nicht mitten in der Prüfungsphase oder so, also ich glaube, ich habe da nichts Wichtiges verpasst und ich glaube, danach bin ich auch einfach direkt wieder in die Uni gegangen, weil ich mich fit gefühlt habe. Das ist natürlich bei jeder Person anders. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch nicht super viele Präsenzveranstaltungen, also maximal so 1-2 Sachen am Tag. Von daher ging das schon. Ich habe auch meinen Rucksack und alles einfach zu Hause gelassen. Genau, deswegen war es
eigentlich kein Problem mit der Uni. Also du bist nach der Mastek in der Regel auch nicht komplett ans Bett gefesselt. Man sollte sich natürlich nicht überanstrengen, aber so ein paar Sachen kann man schon machen. Und ich habe mich eigentlich voll gefreut, wieder in die Uni zu gehen und so ein bisschen Ablenkung zu haben. Ich bin so eine Person, mir wird dann auch immer super schnell super langweilig, wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause bin. Wie lange dauert das insgesamt, also vom Zeitablauf her? Also ich habe im Mai 2019 mit Testo angefangen. Das erste Vorgespräch für die OP hatte ich im Juni oder so oder Juli. Also das war in München und dann die Vorgespräche in Düsseldorf und Rheinbeck hatte ich im August, weil ich da Semesterferien hatte und Zeit hatte, einfach mal dahin zu fahren. Dann habe ich so Ende August oder vielleicht Anfang September die Kostenübernahme beantragt. Genau, und im Oktober habe ich den Termin gemacht und dann im November hatte ich die Mastek. Also es ging eigentlich super schnell. Ich war die ganze Zeit auch einfach so nervös, dass es nicht klappen würde. Aber ja, es hat zum Glück eigentlich alles so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Die Frage ist auch spannend, also wie lange sollte man Testo nehmen? Es wird tatsächlich von manchen Leuten empfohlen, dass man mindestens 6 Monate vorher Testo nehmen sollte, weil dadurch ändert sich auch so ein bisschen die Fettverteilung und die Brust könnte halt schon kleiner werden. Aber keine Ahnung, vielleicht hat es bei mir schon einen klitzekleinen Unterschied gemacht, aber ich stand eh nicht so an der Grenze zwischen den kleinen und den großen Schnitten, von daher war es egal. Also eigentlich muss man gar nicht auf Testo sein. Muss man die Vorgespräche selbst bezahlen? Ich glaube, die Vorgespräche in München musste ich tatsächlich bezahlen. Also die anderen Gespräche waren kostenlos, aber in München war ich auch voll überrascht, als die auf einmal Geld von mir haben wollten. Das fand ich irgendwie nicht so cool, dass sie dann Geld dafür verlangt haben, weil so überzeugend waren die Vorgespräche eh nicht. Naja, vielleicht hätte ich es mir auch irgendwie rückerstatten können lassen von der Krankenkasse, aber ich glaube, die haben so 50 Euro gekostet, die Vorgespräche in München. Du hast gesagt, es ist leichter, wenn man Testo nimmt. Darf ich fragen, warum genau ist eine Mastek keine gute Idee, wenn man kein Testo nimmt? Nee, also du kannst auch natürlich ohne Testo die Mastek machen lassen. Es ist einfach leichter, die Kostenübernahme durchzubekommen bei der Krankenversicherung, also dass die deine Mastektomie bezahlen. Also es wird oft vorausgesetzt, dass du vorher erst auf Testo bist. Was natürlich irgendwie super problematisch ist, weil manche Leute wollen einfach erst die Mastektomie machen, manche Leute wollen einfach gar kein Testo nehmen, sondern nur die Mastektomie machen. Und diesen Leuten wird das dann halt voll erschwert, wenn irgendwie erst vorausgesetzt wird, dass man Testo nehmen soll. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass manche Leute nur mit Testo anfangen, weil sie dann die Mastektomie bewilligt bekommen, obwohl sie eigentlich nicht so wirklich Testo nehmen wollen, beziehungsweise sich noch nicht sicher sind, ob sie Testo nehmen wollen. Also das ist definitiv sehr problematisch, dass das so vorausgesetzt wird. Kann man die OP auch schon beantragen, wenn man unter 18 ist? Also ich denke schon, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich weiß, dass in manchen Krankenhäusern machen die Mastek erst ab 18, aber es gibt definitiv auch Krankenhäuser, wo man die schon vorher machen kann. Und ich meine, beantragen kannst du ja eigentlich immer jetzt schon und vielleicht bist du dann 18, wenn du die OP hast. Man braucht dann wahrscheinlich einfach zusätzlich noch die Einverständniserklärung der Eltern oder sowas, kann ich mir vorstellen. Kann man eigentlich auch noch nach der OP Brustmuskeln aufbauen oder geht das dann nicht mehr? Natürlich kannst du nach der OP auch ganz normal wieder Brustmuskeln aufbauen. Die werden ja bei der OP keine Muskeln entfernt. Man sollte aber so 3 bis 6 Monate warten, bis man wieder so gezielt die Brust trainiert, weil die Heilung, also die innere Heilung, dauert natürlich länger als die äußere Heilung und es kann halt sein, wenn du die Brust zu stark belastet, dass dann auch die Narben einfach breiter werden. Ist man während der Mastektomie bei Bewusstsein oder unter Narkose? Man ist definitiv unter Narkose, also keine Angst, man kriegt davon nichts mit. Und das war auch schon die letzte Frage. Puh, das waren sehr viele Fragen. Ich hoffe, ich konnte alles beantworten und ihr seid jetzt alle gut informiert, was die Mastektomie betrifft. Falls noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt ihr natürlich gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ciao!